Ich glaube, dass dieser Rücktritt unausweichlich, dass er notwendig und dass er auch richtig ist. Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht vorgekommen, dass eine Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht sieht, dass ein Bundespräsident eine Straftat begangen hat, nämlich die der Vorteilsannahme und der Vorteilsgewährung. Auch wenn man immer hinzufügen muss, es gilt die Unschuldsvermutung. Und in Deutschland haben Staatsanwaltschaften nicht nur die Aufgabe, belastende Umstände zu ermitteln, sondern auch entlastende. So ist doch klar, dass ein solches Ermittlungsverfahren und konkrete Ermittlungsmaßnahmen es unmöglich machen, das Amt des Bundespräsidenten auszuüben. Und deswegen ist diese Entscheidung richtig und notwendig. Wir Bremer wissen, dass der Rücktritt eines Bundespräsidenten keine Staatskrise auslöst.